Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einem neuen OMSI 2 Video hier auf diesem Kanal mit einem weiteren neuen DLC. Und zwar ist vor einigen Tagen der Citybus i260 erschienen bei Steam für ganze 15 Euro. Und was er bringt, das wollen wir uns natürlich heute anschauen und ja, mal wieder ein älteres Modell hier auf dem Kanal mal wieder ein bisschen vorstellen. Freue ich mich drauf und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß. Vielleicht war der ja selber noch am Überlegen, am Grübeln oder sowas und ich nehme euch die Entscheidung jetzt eventuell ab. Das wäre natürlich eine coole Sache. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, würde ich mich freuen drüber. Oder wenn ihr natürlich jetzt schon Meinung euch dazu gebildet habt, sehen könnt, wie gesagt, natürlich die Kommentarfunktion nutzen. Denn ich bin nämlich der Meinung, das war mal ein kostenloser Content gewesen und wenn ich mich nicht recht entsinne, besitze ich diesen tatsächlich auch. Ich habe ihn trotzdem gekauft, ja. 15 Euro, ich finde halt, ich bin halt OMSI-Fan und unterstütze halt jedem Entwickler, der noch heute was für OMSI beiträgt und da gebe ich dann gerne auch mal ein bisschen Geld für aus. Und ich finde halt dieses Modell echt hübsch, wenn man sich das Ganze mal hier so von außen so ein bisschen anguckt, finde ich doch, ja, ist doch schon mit viel Liebe und Detail, ja. Ich bin jetzt nicht so der Citybus-Fan. Ja, also ich mag diese Art, Bus mag ich jetzt nicht gerade, ja, aber es ist okay. Ich denke mal, man gewöhnt sich dran, wenn man mit dem ein bisschen öfter fährt, ne? Wir sind übrigens auf der Karte Weiden unterwegs und ich finde, die Karte passt so wunderbar hier mit dem Bus. Deswegen dachte ich, nehmen wir das da. Die Karte Weiden ist absolut empfehlenswert, auch wenn sie relativ kurz ist. Schade, ist sie trotzdem wirklich wunderbar, um gerade auch Busse oder solche Sachen vorzustellen, halt, finde ich. So, springen wir mal hier in unser Fahrerplatz. Das ist er. Der ist unser Fahrerplatz. Wir sehen schon, ne, es ist schon altmodig und sieht dem Coachbus sehr ähnlich, ja. Wenn wir mal gucken, hier so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen, sieht es eigentlich schon qualitativ eigentlich relativ gut aus. 15 Euro ist jetzt natürlich eine Sache, da muss man sich jetzt mal überlegen, ist einem das wert, ja? 15 Euro, holy shit, ja. Für einen Bus, den es eigentlich mal vor einiger Zeit mal noch kostenlos gab, ist es natürlich, ja, weiß ich, ich weiß jetzt schon, so die ein oder anderen Kommentare von euch, die werden jetzt nicht gerade so ins Positive gehen, und da wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, weißt du, so ein Solaris redest du schlecht und den redest du gut. Ich bin halt so ein Mensch. Nee, nicht, ich bin halt so ein Mensch. Ich mag halt alte Busse. Ich bin halt ein Fan von diesen alten Modellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Finde ich diese Modelle ziemlich hübsch. Ich bin kein Fan von diesen moderneren C2s und VDLs und den Scania Citywide, ja, also bin ich jetzt nicht so der Fan. Entweder sind sie zu klobig, zu rund oder sonst irgendwas. Die alten Modelle, weißt du, ich habe jetzt schon den Geruch von diesem Bus in der Nase. Ja, das ist so meine Zeit so auf jeden Fall. Und von daher freue ich mich eigentlich, dass halt solche Modelle noch heute noch erscheinen. Sowieso, dass überhaupt noch ein paar DLCs so für OMSI erscheinen, finde ich immer noch großartig. Also, ich lasse mich hier echt überraschen mit dem Bus. Wir haben auf jeden Fall jetzt gleich ordentlich Spaß haben, denn das ist nämlich ein Schaltwagen. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass ich zuletzt mal hier in OMSI einen Schaltwagen gefahren habe. Und ja, nichts Automatik, Leute. Hier muss noch gearbeitet werden in dem Bus. Also, würde ich mal sagen, wir springen mal vorne rein. Ich habe jetzt aber gerade Schilder gefunden. Aha, die kommen hier hinten hin. Interessant. Ja, hier ist immer noch irgendwo was versteckt. Ach, hier ist ein Schild, ja. Genau. Das ist nämlich echt interessant, weil in diesen Bussen ist einfach unglaublich viel versteckt. Tatsache, guck mal, hier liegt da noch mehr. Das gibt's doch gar nicht. Du musst hier echt durchlaufen, einmal durch den Bus, damit du hier wirklich alles findest. Ja, Tatsache. Tatsache. So. Wir haben, sind auf der Linie 2 unterwegs nach Neue Stadt. Haben noch ein bisschen Zeit, um loszufahren. Über 20 Minuten waren jetzt im Vorfeld. Das können wir gleich noch dann erledigen. Wenn wir dann natürlich im Fahrerplatz sitzen, haben wir hier an der Seite noch ein kleines Fach. Das können wir öffnen. Und wie wir sehen, sehen wir einige Sachen. Blacklight Electronic. Das ist... das Geld, was ich ein bisschen schade finde, es sind keine Euros. Wir können zwar das Geld noch wechseln, aber halt nicht in Euros. Finde ich ein bisschen schade, da wäre eine Mod ziemlich cool, wenn die irgendwann mal kommt.
So, hier haben wir so eine hübschen Vorhänge, die wir gleich mal wieder abnehmen, weil ich sie absolut hässlich finde. Hier haben wir noch ein CD-Radio, was wir uns hier noch hinstellen, also hinlegen können, ne? Zip, ja, und dann können wir hier zum Beispiel auch MP3 hören. Das war damals irgendwie Kult. Und hier haben wir eine Kassette rausgeholt. Und hier an dieser Kassette könnt ihr zum Beispiel die Linie und die Route eingeben. Ja, also das ist ein bisschen eigenartig, aber es funktioniert tatsächlich. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel raufdrücken, die Linie, sieht das schon, eine Linie und Kurs. Ich glaube, wir sind auf der 00200 unterwegs. Enter und das Ganze auf der Route 01. Haut das hin. Ich glaube, das ist Route 02, neue Stadt, genau, das ist es, so. Packen wir die Kassette nämlich hier rein, jetzt ist sie hier drinne und jetzt sollte das auch eigentlich alles wunderbar funktionieren. Starten wir schon mal den Bus mal so ein bisschen. Nee, den Bus starten, sagte ich. Zum Pumpen. Ah, ein ältere Modell. Jetzt zum Pumpen. So, da hören wir schon, der rattert der Motor. So, genau, hier sehen wir. Ja, Schaltung. Ach, geil. Finde ich geil. So, hier haben wir unseren Fahrplan. Ja, Nebensiedlung 28. Wir haben es 18.10. Könnt ihr noch das Licht anmachen und den Modus ändern? Indoor 15, Outdoor 15, Driver 15.1. Und Delay können wir uns anzeigen lassen. Finde ich eine ganz coole Sache, kann man noch verändern. Wie gesagt, hier das mit dem Geld, das können wir wegpacken. Ich habe die Kasse jetzt erstmal ausgemacht. Sprich, das können wir zumachen. So. Und dann habe ich natürlich noch die Heizung, die wir hier ein bisschen anpumpen, anschmeißen können. Ja, sonst gab es ja bei dem Citybus ja hier oben noch ein Fach. Ne? Das ist halt auch nicht vorhanden, wo noch irgendwelche Sachen versteckt sind. Wir können hier kurioserweise, können wir uns hier bewegen und hier reinschauen. Das Problem ist, ich habe aktuell keine Möglichkeit gefunden, den Bus zu schildern. Ich meine, ich schilder ihn ja eigentlich, habe ich ihn ja geschildert. Wenn ich ja hier die Kassette hier angemacht habe, komm. Sage ich jetzt Start. Normalerweise, wenn wir jetzt hier irgendwas anzeigen müssen. Das macht man nicht. Gehen wir mal jetzt auf das Hartz-IV-Menü hier. Sagen jetzt hier die Linie 002 oder einfach 02. Und neue Stadt. Ah ja, also hier zeigt das schon mal auf jeden Fall. Linie 2 an. 2. Neue Stadt. Denken auch an. Aber er zeigt zum Beispiel hier nicht an. Normalerweise, wie gesagt, ist es halt. Ich überlege gerade, wie das halt bei dem Kurzpass war. Das war eigentlich damals auch nicht so kompliziert. Ich finde es halt nicht. Das ist halt ein bisschen sehr ärgerlich. Halt so diese Ansage, weißt du, die da halt immer gesprochen wird. Wie das Ganze hier oben, wie gesagt, mit dem Gerät funktioniert, das weiß ich leider nicht. Da muss ich echt passen, Leute. Also, ich würde es euch zeigen, wenn ich es könnte. Ich habe jetzt aber auch diesbezüglich jetzt nichts groß gefunden. Auf jeden Fall, wenn ich da was weiß, wenn ich da was sehe, oder ihr mir vielleicht schon in die Kommentare geschrieben habt, denn wenn ich mal gucken, dass ich das Ganze nochmal wiederhole. So, ich will jetzt aber sagen, wir spielen jetzt mal ein bisschen vor. Denn wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Bus fahren, okay? Ja. So. Machen wir hier das Licht an hier. Das ist ein Oldtimer. Ach,
Es ist doch jetzt schon absolut gemütlich hier in diesem Bus. Ja? Also, weiß nicht, also ich kann mich hier wirklich richtig gut reinversetzen in diesen Bus. Und ich glaube, das ist doch sehr wichtig. Sonst überall deine Karten gehabt, wenn du irgendwas halt irgendwie konntest du es irgendwann schildern. Ja, müssen wir jetzt leider ohne machen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. So, haben wir mal hier unsere Hilfe mal anmachen. Und los geht's. Das Mikrofon ein bisschen im Weg hier. Ja, das kannst du mit dem Bus nicht gut. Du kannst du nicht anfangen, wie du willst. Du fährst an. Entweder lässt du dich hier aufholen oder fährst richtig sparsam. Also vom Sound her ist das schon echt edel. Hört sich gut an. Fährt sich wunderbar mit Schaltung. Ja, also da kann man nicht meckern. Empfehlen tut sich hier natürlich ein Lenkrad, ne, mit Schaltknauf. Ja, aber es geht wohl auch mit Tastatur. Ja, also da könnt ihr natürlich auch gut fahren. Weiß ich nicht, mit dem Maus. Ich halte davon nicht viel mit Maus fahren, aber einige können's. Richtig schöne kleine Teststrecke. Oberpfalz 3D.
weiß gar nicht, ob diese Karte überhaupt noch weitere Updates bekommt. Schade eigentlich, wenn nicht. Selber, ne? Man kommt eigentlich relativ gut mit dem zurecht. Ja. Den gibt es auch als Gelenkbus. Ja. Das ist halt wieder so eine kleine Stadtbusfamilie, die ihr dazu habt. Also es gibt nicht nur den Solo, es gibt auch verschiedene Typen halt von diesem I260. Also ihr habt nicht nur diesen einen, ihr habt verschiedene Jahrgänge drinnen, denn den I280, ich glaube, der ist auch mit dabei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es kann aber sein, dass das übrigens denn der nicht der dieses, nee, obwohl, das heißt ja I62. Es wird nur diese eine Generation sein, also gibt doch keinen Gelenkbus. Ich glaube, der I82 war nämlich der sehr kostenlose Content gewesen, den man sich runterladen konnte. Und ja, der ist ja jetzt ja nun mal, dieser ganze DLC heißt ja nun mal I62, also wie gesagt 15 Euro auf Steam, vor einigen Tagen erschienen. In Zusammenarbeit angeblich mit Aerosoft, ja, also die werden das Ganze natürlich nur vermarkten. Das Ganze kommt von Bustrains. Sind eigentlich schon bekannt in der Richtung. Und mein Eindruck ist eigentlich recht positiv. Ich finde ihn ziemlich cool. Ja, das ist halt schon mal ein bisschen was anderes. Ich mochte auch den Coach-Bus, weil man den halt so richtig cool aufrüsten konnte. Das fällt jetzt hier bei dem nun leider weg. Ja, das ist jetzt hier nochmal jetzt nicht dabei, aber es ist okay. Tja, gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Ich finde die Beleuchtung ein bisschen zu schwach hier, wenn man sich mal so den Blinker anschaut, dass das Ganze funktioniert. Hier vorne außen haben wir hier zum Beispiel eine Klappe, die wir öffnen können. Allerdings, wie gesagt, wie bei den Bootsbassen zum Beispiel hier nicht. Aber zumal wir jetzt noch elektrisch in den Motor reingucken können hier. Das Ganze wieder arbeitet. Sagen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir die Klappen aufkommen. Also, finde heute immer noch irgendwelche neuen Sachen. Ich habe gerade den Motor gesehen und dachte mir so, also wenn man das Ganze schon so animiert, ja, dann muss man doch irgendwie da reinkommen. Ja, jetzt ist es immer die Klappen, ne, im Bus.
Deswegen, hier oben das haben, das geht bestimmt auch irgendwie. Ich bin nur wieder zu blöd, das wieder einzustellen. Auch natürlich die Frage, warum kann ich das bewegen? Ja, warum kann ich das hin und her schieben? Ja, alles Fragen über Fragen. Ne? Aber ich finde das halt spannend halt dadurch hier, weil man sich halt mal ein bisschen auseinandersetzen muss mit dem Bus. Ne? Und ich war jetzt, wie gesagt, 15 Euro sind wirklich eine Stange Geld. Gerade wenn man die Qualität halt jetzt bereits schon kennt halt. Ne? Wie gesagt, der Coachbus, der erinnert wirklich sehr stark dran. Außer dass das halt vom Modell her komplett anders ist. Ne? Der Coachbus ist ja eher so ein Reisebus. Und der Citybus hier ist halt klar ein Stadtbus. Aber also, er fährt sich auf jeden Fall schon sehr wie der Coachbus. So, ja, wie gesagt, jetzt sollen wir erstmal aussteigen. Ist auf jeden Fall ein nettes Fahrzeug. Gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, jetzt könnt ihr ja selbst mal eure Meinung da mal hier in die Kommentare posten. Wie gesagt, 15 Euro für den ganzen DLC. Ich finde es ist in Ordnung. Gerade so Busse allgemein, so in dem Preissegment von 10 bis 15 Euro finde ich vollkommen in Ordnung. Strecken, wie gesagt, so 25 Euro finde ich auch wieder in Ordnung. Wie gesagt, ihr habt nicht nur eine verschiedene, ihr habt hier mehrere Jahreszahlen drin, die ihr natürlich wie bei dem Coachbus zum Beispiel zur Verfügung habt. Und ihr seht natürlich viele Funktionen, die noch bereits nicht entdeckt sind von mir. Also da werdet ihr nochmal Spaß haben. Ob man braucht, ist eine Frage. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte da jetzt ungern jetzt über irgendwas sagen. Ne? Also ich finde es halt putzig. Aber man könnte auch sagen, für 15 Euro könnte man auch in ein anderes Add-on eventuell stecken, was vielleicht ein bisschen sinnvoller ist für OMSI. Busse sind halt immer so eine Sache, ne? Kostenpflichtige Fahrzeuge, gerade wenn es die schon mal irgendwie umsonst gab, sowieso. Aber von daher muss man halt wirklich überlegen, interessiert einem jetzt diese Thematik, halt die Jahreszahl von dem Bus oder eher weniger. Ja, also das müsst ihr natürlich für euch selbst ausmachen. Also ich finde es sehr gelungen auf jeden Fall. War damals schon mit dem Coachbus schon ziemlich zufrieden gewesen. Und genau dieses Modell hier finde ich genauso super. Also ich liebe es. Ja, also tolles Add-on. Freut mich, dass es da ist. Und mal schauen, was es uns in die nächste Zeit noch ältere Busse bringt. Sage bloß O305. Der war doch mega. Mega war der. Naja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit OMSI. War relativ arme OMSI-Woche. Aber ich denke mal, wir werden da schon
drüber hinwegkommen. Geht ja aber auch bald hin, damit Livestreams ist. Und. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Damit verabschiede ich mich. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.